fangen gleich mit Englisch an. Thank you very much for the introduction. Das ist Petra Börnauer, kommt aus drei Nationen. Czech Republic, Slowakei und Ungarn. Multi-international. Eigentlich der richtige Opener, weil wir sind auch multi-international mit unserem Festival, denke ich mal. 12 europäische Länder dieses Jahr werden spielen auf dem Festival. Und natürlich noch Amis dazu, wie immer. Aber das ist nicht unser Thema. Ich stehe eigentlich in der falschen Reihenfolge, weil eigentlich müsste Hans-Peter Klausberger hier stehen, der Chef von der Bäckerei Klausberger, aber der hat Innungstreffen und kann leider heute nicht hier sein. Deswegen schönen Gruß von Hans-Peter, liebe Grüße, aber geht halt nicht. Also sag ich Hallo einmal für die Bäckerei Klausberger, einmal für den Baltic Blues e.V., den Veranstalter, da gehöre ich ja zum Vorstand. Und ja, wir sehen hier im Hintergrund schon eine ganze Menge Bilder an den Wänden hängen. Wie immer, seit 8 Jahren haben wir als ja, Start-up eine Ausstellungseröffnung. Dieses Jahr habe ich einen guten alten Bekannten überreden können, aber ich musste gar nicht viel überreden, das klappt es. Der junge Mann kommt aus der Schweiz, heißt René Steinegger, aus der südlichen Schweiz, sprich aus dem Tessin. Und ich will jetzt gar nichts weiter viel erzählen. Ich möchte euch den Remy vorstellen. Komm noch mal her zu mir, lieber Remy. Und ja, ich sage einfach nur, ich persönlich finde, dass er ein genialer Fotograf ist. Er ist auch der erste Berufsfotograf, den wir hier haben. Das heißt, wir haben schon viele Fotografen gehabt, aber die machen das zwar professionell, aber meistens als Hobby. Er ist einer, der mit Fotos sein Geld verdient. Aber wie das so ist, auch im Bereich des Geldverdienens gibt es immer einen Hobbybereich. Und in dem Fall bei dem Remy ist es eben halt das Fotografieren von Musikern. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon mal an den lieben Remy. Gentile Signore, ragazzi Signori, buonasera. Sehe schon, keiner versteht etwas, also mache ich auf Deutsch weiter. Braucht gar nichts mehr zu sagen, Helge hat schon alles gesagt. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Helge musste ziemlich viel auf mich einreden, um die Einladung zu akzeptieren. Warum, weiß ich auch nicht. Ich fotografiere seit 30 Jahren als Profi, mache alles Mögliche. Ich habe für Agenturen gearbeitet. Das dauert, geht von Unglücksfällen und Verbrechen bis zur Landschaftsfotografie, von Musik bis zur Politik, von Wirtschaft zum Theater, sehr viel Sport, alles Mögliche. Durch einen gemeinsamen Freund, der hier vielleicht auch bekannt ist, Hannes Anrik. Kennt man den hier? Ja, ich schon. Kennt man ihn? Kam ich 1985 zur Musikfotografie. Er leitete damals das Western New Orleans Music in Ascona, in der Gegend, wo wir auch wohnen. Und so kam ich nach und nach zur Musikfotografie, die für mich, wie du schon gesagt hast, Hobby und ein kleiner Teil meines Berufes ist. Über Bilder möchte ich nicht sprechen, die sollt ihr euch selber anschauen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich wünsche allen ein schönes Festival und bedanke mich, hier sein zu dürfen. Bei dir und bei Barbara, die irgendwo auch noch da ist, und bei der ganzen Organisation. Herzlichen Dank. Dankeschön, lieber Remy. Ja, einige wissen vielleicht, dass ich selber begeisterter Hobbyfotograf bin, gelegentlich auch Ausstellungen mache. Also weiß ich eigentlich, was ich tue, wenn ich einen Künstler einlade, auszustellen. Hier ist mir die Sache eigentlich aus einem ganz einfachen Grunde besonders leicht gefallen. Nicht nur, dass er ein hervorragender Fotograf ist, das sind viele, aber ich denke, in der Musikfotografie ist es häufig so, dass der Fokus immer auf den Gesichtern liegt. Also immer Gesichter, Porträt von vorne, Profil, wie auch immer. Vielleicht noch mal so ein bisschen Gitarre mit drin oder wie auch immer, so ein bisschen Instrument. Ich persönlich mag es nämlich auch, wenn man mal so ein bisschen vom Künstler weggeht und in die Details geht. Und ich habe die ersten Fotos von ihm gesehen und da war mir eigentlich klar, dass ich ihn irgendwie breitschlagen muss, nach Eutin zu kommen. Man sieht es gleich hier bei diesen Fotos. Die sind weit weg von einem, in Anführungsstrichen, banalen Künstlerporträt, die er natürlich auch in der
Ausstellung hat, wobei ich mit banal meine eben, dass es allgemein üblich ist, solche Bilder auszustellen und zu zeigen. Sie werden hier eine ganze Reihe höchst interessanter Detailaufnahmen finden und auch Schnappschüsse von Kindern von der Bühne etc. Ich finde, es ist eine sehr lebendige Fotografie, der Mann hat einfach nur ein gutes Auge dafür, weil das ist nämlich das Einzige, was man in der Fotografie noch nicht erfunden hat. Das ist die berühmte Motivklingel. Stimmt, ja. Ja. So, und man muss wirklich ein Auge haben für solche Sachen und das kann man nur bedingt lernen und ich freue mich immer, Fotografen zu finden, die wirklich dieses Auge haben und dann eben auch das Vermögen, das natürlich technisch umzusetzen. Das gehört natürlich auch dazu. Photoshop hilft gelegentlich ein wenig, aber auch nicht endlos. Aus einem richtig schlechten Foto kann man nichts machen. Das berühmte aus Bonbons machen oder Bonbons aus machen funktioniert nicht immer. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch die nächsten 4 Tage hier auch sehen zu können und wünsche euch jetzt einfach nur viel Spaß beim Betrachten der Bilder, beim Glas Wein trinken, beim Hallo sagen. Hier sind viele Leute, die immer nur zum Busverkehr kommen. Da gibt es viel Hallo, 365 Tage liegen dazwischen, da gibt es viel zu reden. Nebenbei gibt es dann noch ein bisschen Musik von Petra Börnerhofer Trio und dem Quartett eigentlich. Da geht ihr mit dem Sport hin. So, big applause. So, thank you very much. Have a lot of fun. See you over the next 4 days. Thank you.